Über der Skyline von Miami geht die Sonne unter. Nicht weit von dieser friedlichen Kulisse entfernt, bereiten sich auf einem Parkplatz 20 Polizisten auf einen gefährlichen Einsatz vor. Die Beamten werden im Haus eines Drogendealers eine Razzia durchführen. In Miami blüht der Drogenhandel. Die Dealer sind unberechenbar. Gonzales nimmt sich 1 bis 4 vor und korrigiert sich notfalls. Q übernimmt 1 und 2. Das Zielobjekt ist ein männlicher Schwarzer. Vergesst nicht, dass er Waffen im Haus haben soll. Gibt's noch Fragen? Nein? Ich weiß, dass ihr müde seid. Bleibt aufmerksam. Lieutenant Joel Bellow leitet den Einsatz. Jede Person in dem Haus könnte für unser Team eine Gefahr darstellen. Diese Männer gehören zum Miami SWAT Team. Die Polizisten, die ausgerüstet sind wie Soldaten, steigen auf die gepanzerten Fahrzeuge. Während der Fahrt stehen die Beamten an den Seiten der Trucks. So können sie bei der Ankunft am Zielort sofort eingreifen. Ein bizarres Schauspiel, das sich mitten in der Stadt abspielt und den Eindruck vermittelt, man befände sich im Kriegsgebiet. Das Haus des Dealers befindet sich am Ende der Straße. Niemand weiß, wie der Mann reagieren wird. Als die Polizei zuschlägt, wirft sich an der Eingangstür ein verängstigter Mann auf den Boden. Die Beamten zerren ihn ohne Federlesen aus dem Weg. Hände hinter den Rücken. Die Spezialisten brauchen nur wenige Sekunden, um Gitter und Haustür aufzubrechen. Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Hab ich doch. Während die Beamten mit der Eingangstür beschäftigt sind, verschwinden zwei Männer aus einer hinteren Tür. Die hauen ab. Sag den anderen Bescheid. Lieutenant Bellow informiert die anderen Polizeieinheiten, die den Einsatz begleiten. Die beiden Verdächtigen kommen nicht weit. Sie werden nach wenigen Metern verhaftet. In dem Haus befinden sich zwei verängstigte Kinder mit ihrer Mutter, die ohne Protest mitgeht. Auch der Dealer lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Soll ich dich umdrehen? Ich dreh mich selbst rum. Dann mach's. Du bist wohl ein ganz harter Kerl. Bin ich nicht. Wenn ihr mich festnehmen wollt, nehmt mich fest. Aber ich will einen Anwalt. Die im Haus sichergestellten Dinge bestätigen die Annahme, dass der Mann der Kopf einer Drogenbande ist. Hier ist eine geladene Schusswaffe. Damit wollte er sein Drogenversteck verteidigen. Bei der Razzia haben wir das ganze Haus durchsucht, auch den Dachboden. Wir haben dort unter anderem diese abgesägte Schrotflinte gefunden und ein Magazin für eine AK-47 oder eine SKS. Außerdem Geld und Drogen. Im hinteren Teil des Hauses stellen die Beamten ein Scharfschützengewehr sicher. Die Waffe wird von unserer Ballistik untersucht, um zu sehen, ob sie bei einer Schießerei oder bei einem Mord verwendet wurde. Mit den Dingern kann man viel Schaden anrichten. Es ist 10 Uhr abends. Die Männer des SWAT-Teams machen sich auf den Heimweg. Sie sind erschöpft von einem langen Tag, an dem wir die Traumstadt Miami von einer anderen Seite kennengelernt haben. Miami ist eines der beliebtesten Reiseziele der Vereinigten Staaten. Das tropische Klima, die endlosen Strände und das türkisfarbene Wasser ziehen viele Touristen an. In der Innenstadt stehen viele prachtvolle Art-Deco-Gebäude. Nicht weit davon entfernt, am Strand, wird auf eine andere Art gezeigt, was man hat. Zweieinhalb Millionen Menschen leben in der Metropole. Drei Viertel von ihnen sind hispanischer Abstammung. Viele stammen aus Kuba.
Spanisch ist hier, nach Englisch, die zweithäufigste Sprache. In Miami kann man viel Geld verdienen und auch wieder ausgeben. Zum Beispiel für Traumvillen, direkt am Wasser. Wer etwas besitzt, scheut sich hier nicht, es auch zu zeigen. Gefeiert wird Tag und Nacht. Doch die Stadt hat auch eine andere Seite. SWAT-Lieutenant Joel Bello wird uns diese zeigen. Weil Kolumbien nicht weit entfernt liegt, war Miami lange Zeit das Einfallstor für Kokain in die Vereinigten Staaten. Wir fliegen jetzt über den Miami River. Auf dem Fluss wurden in den 80er Jahren viele Drogen eingeschmuggelt. Heute ist Miami kein wichtiger Umschlagsort mehr für Kokain. Doch dafür gehen in den Straßen der Stadt Unmengen kleiner Dealer ihren Geschäften nach. Vor kurzem haben sich die Drogenbanden in dieser Gegend immer wieder Schießereien geliefert. Sie bekriegen sich gegenseitig. Die Zahl der Morde ist auf Rekordzahlen gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden in Miami 217 Menschen getötet. Im Kampf gegen die zunehmende Kriminalität wird in Miami eine Sondereinheit eingesetzt, das SWAT-Team. Die Polizisten werden nicht nur bei Drogendelikten aktiv, sondern auch bei anderen schweren Verbrechen. Wir durften die schwer bewaffneten Beamten mit unseren Kameras über Wochen bei ihrer Arbeit beobachten. Außerdem haben wir eine auf Autodiebstahl spezialisierte Einheit begleitet. Ein Delikt, das in der Stadt extrem zunimmt. Sieht aus wie ein Einschussloch. Die Einheit ist meist nachts unterwegs. Die Einsätze sind oft spektakulär. Auch Polizeireporter Raffio Storace arbeitet nach Sonnenuntergang und auch er liebt gefährlich. Ich höre den Polizeifunk ab, während ich 80 Meilen pro Stunde fahre. Immer auf den Fersen der Ermittler, auf der Suche nach der nächsten Sensation. Das SWAT-Team wird heute im Norden von Miami zuschlagen, in einem der ärmsten Bezirke der Stadt. Die Gegend ist für den Drogenhandel bekannt. Schießereien gehören hier fast zum Alltag. 20 Beamte des SWAT-Teams haben auf einem Parkplatz der lokalen Polizeistation Position bezogen. Das Kommando hat Lieutenant Bello. Auch diesmal sind die Männer mit den speziell ausgerüsteten SWAT-Trucks gekommen. Hier sehen Sie, dass das Fahrzeug sehr solide gebaut ist. Es ist sehr stabil. Es hält so ziemlich alle im Stand, mit dem es draußen in Kontakt kommt. Der Wagen ist sogar mit einem Turm für Scharfschützen ausgestattet. Hier oben steht der Officer, der für den Schutz des Teams zuständig ist, wenn wir uns dem Einsatzort nähern. Was das SWAT-Team heute erwarten wird, ist ungewiss. Die Beamten sollen einen Dealer festnehmen, der Crack, Kokain und Marihuana verkauft. Der Konvoi setzt sich in Bewegung. Ein Polizeiwagen stoppt den Verkehr für sie. Meter vom Haus des Dealers entfernt, lassen die Männer die Fahrzeuge stehen, um nicht entdeckt zu werden. Die Beamten gehen strategisch vor. Sogar die Mülltonnen werden überprüft. Zwei Polizisten versuchen, die Haustür des Dealers mit Hammer und Stange aufzubrechen. Doch das Metallgitter hält mehr aus als erwartet. Ihr müsst es etwas drehen. Ruhig, Leute, ruhig. Wertvolle Sekunden vergehen. Der Drogenhändler könnte inzwischen abhauen oder sich bewaffnen. Schließlich gibt die Tür nach. Die Polizisten dringen ins Haus ein. Der vom Einsatz überraschte Dealer kann überwältigt werden.
Der Mann wird von Beamten des Drogendezernats verhört, die Gesichtsmasken tragen. Die Arbeit des SWAT-Teams ist erledigt. Im Wagen lässt die Anspannung langsam nach, die Männer entspannen. Wenn die Operation vorbei ist, werden die ernsten Kerle von vorhin wieder zu Typen, die Witze machen können. Sie haben ihren Job fürs Erste erledigt. Mit Humor und Lachen kommt man einfach besser über den Tag. Die SWAT-Zentrale liegt in einem Außenbezirk Miamis. In dem Hauptquartier stehen auch die Fahrzeuge der Eliteeinheit, die 30 Beamte umfasst. Troy ist seit 19 Jahren dabei und einer der Ältesten im Team. Er zeigt uns einen Raum, zu dem Normalsterbliche eigentlich keinen Zutritt haben. Das Waffenlager. Dieses alte Gebäude war mal eine Bank. Das hier war früher einer der Tresorräume. Auf der linken Seite liegen unsere Schusswaffen, Sturmgewehre und Maschinengewehre. Rechts sind die Waffen für chemische Wirkstoffe. Im nächsten Raum lagern Hunderte von Kartons mit Munition. Wie Sie rechts und links sehen können, bewahren wir hier unsere Munition auf. In diesem Tresorraum wurde früher Geld aufbewahrt. Und das hier ist unsere Währung, Patronen. Wir haben hier mehr als 100.000 Schuss Munition gelagert. Es ist so viel, damit wir im Ernstfall, falls etwas Schwerwiegendes passiert, genug davon haben. Jedes Teammitglied hat zudem immer eine Pistole und zwei Gewehre am Mann. Eine bis an die Zähne bewaffnete Eliteeinheit, die es schon seit den 1960er Jahren gibt. Entwickelt wurde das Konzept des Sonderkommandos nicht in Miami, sondern in Los Angeles. 1965 hatte es dort schwere Rassenunruhen gegeben. In der Folge wurde eine schwer bewaffnete und speziell ausgebildete taktische Sondereinheit der Polizei gegründet, das SWAT-Team. Polizeibehörden anderer Bundesstaaten folgten dem Beispiel. In Miami gibt es diese Eliteeinheit seit 1974. Links und rechts sehen Sie unsere sogenannte Hall of Fame. An der ausgeblichenen Farbe sieht man, wie alt einige Fotos sind. Sie hängen schon ziemlich lange hier. Das sind fast alles die Gründerväter unseres SWAT-Teams. Was sie erreicht haben, sieht man heute. Ich glaube, wir sind eines der besten Teams. Die Einheit wurde auch 1997 eingesetzt, als der Modedesigner Versace ermordet wurde. Das SWAT-Team stürmte das Hausboot des Mörders, doch dieser hatte sich bereits erschossen. Die Polizisten hier arbeiten sich gerade in die Region vor, in der Schüsse gehört worden waren. Diese spektakulären Operationen haben Troys Interesse für das Team geweckt. Sie seilten sich aus Helikoptern und von Gebäuden ab, traten Türen ein, nahmen Verdächtige fest. Sie hatten die beste Ausrüstung, ein totaler Adrenalinkick. Jede Woche trainiert die Gruppe spezielle Interventionstaktiken. Immer wieder wird an ihnen gearbeitet und gefeilt. Bei dieser Übung geht es um den Einsatz bei einer Geiselnahme. Der Täter ist gefasst und gesichert, aber überall sind Verletzte. Wir haben uns davon überzeugt, dass dieser Raum sauber ist. Er wird zum Sammelpunkt für die Verletzten. Die Einsätze werden ausführlich besprochen, doch Schwerpunkt ist die Praxis. Das praktische Training findet ein paar Kilometer vom Hauptquartier entfernt statt. Troy hat schon hunderte Einsätze geleitet. Seine Erfahrungen gibt er bei den Übungen an seine Kollegen weiter. Okay, Leute, nehmt euer Zeug. Wir machen uns fertig und fangen an. Troy wird die Übung leiten. Die Männer sind ausgerüstet wie Soldaten der US Army. Das ist ein Colt Commando. Diese Waffe benutzen wir hauptsächlich, wenn wir Gebäude stürmen. Viele Militäreinheiten sind mit dieser Waffe ausgerüstet. Das hier ist der Rest der Ausrüstung. Wir haben schusssichere Helme und Westen. Erste-Hilfe-Set, Kommunikationsmittel und Gasmasken. Insgesamt wiegt das Equipment fast 30 Kilo. Heute trainiert das SWAT-Team in einer Hausattrappe. Ein Verbrecher soll ausgeschaltet werden. Er hat sich in dem Gebäude verschanzt und droht damit, das Feuer zu eröffnen.
Troy stellt Zielscheiben auf, die den Mann symbolisieren sollen. Ich weiß nicht, wo sich im Haus Menschen aufhalten. Was ich hiermit mache, ich stelle die Plakate überall dort auf, wo man Leute finden könnte, wenn man ein Gebäude stürmt. Zum Beispiel auf einem Stuhl hinter dem Schreibtisch. Die Übung beginnt. Okay, er sieht sich schnell um. Das dauert den Bruchteil einer Sekunde. Dann entscheidet er sich für eine Seite. Troy zeigt seinen Männern, wie sie sich gegenseitig schützen können. Wenn ich hier über diese Schwelle gehe, deckt er meine rechte Seite. Wenn ich hier laufe, sichert er mich von rechts. Ich behalte alles vor mir im Auge und meine Jungs sichern die Seiten. Das ist die Basis bei einer Raumdurchsuchung. Es geht darum, jeden Winkel und alle Seiten zu sichern. Auch die nächsten Schritte erfordern höchste Konzentration. Sie müssen die Zielperson finden, sie identifizieren, die Gefahr einschätzen und schießen. Und das in wenigen Sekunden. Der Einsatz geht weiter. Los. Mit dem grünen Laserpunkt wird das Ziel angepeilt. SWAT-Teams und Polizisten in den USA entscheiden freier als ihre europäischen Kollegen, wann sie das Feuer eröffnen. Sobald jemand mit einer Waffe auf sie zielt oder sie glauben, jemand könnte eine versteckte Waffe einsetzen. Ex, sichert sie. Sie haben einen super Job gemacht. Von der Tür bis hierher sind es rund 10 Meter. Sie haben alle ins Zentrum getroffen. Alles von Anfang an. Diese Übungen werden mehrere Male im Jahr durchgeführt, damit im Einsatz jede Bewegung sitzt. Für das SWAT-Team ist das Training unerlässlich, um für riskante Operationen gut vorbereitet zu sein. In den USA kommt es immer wieder zu Amokläufen in Universitäten, Schulen und Kirchen. 2015 wurden dabei 475 Menschen getötet. Heute wird deshalb an der Universität in Miami eine Polizeiübung stattfinden. Zwei bewaffnete Angreifer verbreiten auf dem Campus Angst und Schrecken. Beamte der lokalen Polizei sind bereits vor Ort. Da drüben sind noch welche. Sie befreien einige Geiseln und schalten einen der Angreifer aus. Bitte, ich will nicht sterben. Ich will nicht. Bitte nicht schießen. Der zweite Schütze versteckt sich in einem Büro. Das SWAT-Team greift ein. Die Beamten umstellen den Bereich. Er steht links hinter der Tür. Die Männer bewegen sich vorsichtig vorwärts und durchsuchen jeden einzelnen Raum. Der Angreifer befindet sich am Ende des Flurs. Die Beamten nähern sich dem Büro. Sie wollen den Mann aus seinem Versteck holen. Es kommt zum Schusswechsel. Zielperson getroffen. Das SWAT-Team kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Lage die Möglichkeiten der lokalen Polizei überfordert. Und das kommt ziemlich häufig vor, denn Miami ist ein heißes Pflaster. 2,5 Millionen Menschen wohnen in der Stadt. Drogenhandel, bewaffnete Raubüberfälle und andere schwere Verbrechen gehören zum Alltag. Nicht selten werden die Einsätze der Sondereinheiten zum Medienspektakel, mit dem der eine oder andere sein tägliches Geld verdient. Auf diesem Parkplatz in der Innenstadt sitzt ein Mann in einem Auto und wartet auf die nächste Sensation. Reporter Raffio Storaci hört stundenlang den Polizeifunk ab, bereit für den nächsten Einsatz, bei dem er sich den Beamten an die Fersen hängen kann.
Die Aufnahmen versucht er an lokale Nachrichtensender zu verkaufen. Nach 30 Minuten scheint sein Warten belohnt zu werden. Ein Polizist fordert Hilfe an. Hört sich interessant an. Ich glaube, er verfolgt jemanden zu Fuß. Raffio gibt Gas. Die Funkgeräte hält er in der Hand, während er den Wagen steuert. Ich lenke ihn mit dem Ellenbogen und höre bei 80 Meilen pro Stunde den Funk ab. Risiko gehört zum Job. Ein Betrunkener hat randaliert. Er widersetzte sich der Festnahme, verletzte einen Polizisten und flüchtete. Er läuft Richtung Westen, weißes Hemd, blaue Jeans, männlicher weißer, schwarzes Haar. Sieht jemand diesen Mann? Ich habe ihn. Sie haben ihn. Der Mann konnte festgenommen werden, doch der verletzte Polizist wurde noch immer nicht versorgt. Ich brauche sofort einen Notarzt für den Officer. Der Beamte ist verletzt. Sie fordern Hilfe Grad 3 an. Das bedeutet absolute Priorität. Bei unserer Ankunft liegt der Polizist schon im Rettungswagen. Raffio folgt diesem zum Krankenhaus. Bei der Ankunft filmt er den verletzten Beamten auf dem Weg in die Notaufnahme. Er sieht ziemlich angeschlagen aus. Die Art, wie sein Kopf verbunden ist, lässt nichts Gutes vermuten. Okay, ich hab's im Kasten. Und jetzt weg. Wir dürfen hier nicht sein. Es ist 3 Uhr morgens. Raffio gönnt sich eine Pause. Ich bin müde. Ich muss erst mal was essen und trinken. Er holt sich einen Energy-Drink und ein Essen zum Mitnehmen. Damit ihm nichts Wichtiges entgeht, ist der Reporter im Wagen, während er den Funk abhört. Er kann ihn in einem Radius von 100 Kilometern empfangen. Dass er genau hier seine Pause macht, hat einen Grund. Ich stehe hier, weil dort drüben gleich die Schnellstraße ist. Sollte etwas passieren, kann ich sehr schnell überall hinfahren. Raffio kennt alle Tricks in seinem Job. Schließlich macht er ihn schon seit 12 Jahren. Und er ist froh, dass Miami sein Revier ist. Ich bin ruhelos, schlau und schnell. Ich habe die anderen abgehängt, weil ich besser war. Ich habe nie einen Tag frei gemacht. Ich bin ihnen auf die Nerven gegangen. Wenige Minuten später muss er wieder los. Der nächste Einsatz scheint vielversprechend zu sein. Bewaffneter Raubüberfall. Der Täter ist auf der Flucht. Sie jagen einen bewaffneten Straßenräuber. Der Flüchtige hat mehreren Passanten die Handys geklaut. Polizeiwagen haben die Verfolgung aufgenommen. Ein Szenario, das der Reporter auf keinen Fall verpassen will. Sie fahren Richtung Norden, den Boulevard hoch. 12 Blocks weiter östlich. Wir kürzen ab. Mist. Die Ampel war rot, oder? Ich muss es tun. Es ist gefährlich, ich weiß. Vielleicht sterbe ich eines Tages so. Storaci versucht, die Polizeiautos zu finden. Plötzlich tauchen sie wie aus dem Nichts auf. Na also, da kommen sie, da drüben. Das erste Auto ist der Fluchtwagen, gefolgt von mehreren Polizeifahrzeugen. Der Reporter hängt sich an sie dran. Mit 130 Stundenkilometern rast er mitten durch die Stadt. Es sind viele Polizeiwagen, mindestens 20 oder 30. Es ist ein bewaffneter Raubüberfall. Sie müssen ihn kriegen. Wenig später halten die Polizeifahrzeuge an. Der Räuber hat den Wagen verlassen und flüchtet zu Fuß. Doch der Mann hat keine Chance. Die Polizisten sind in der Überzahl. Die Beamten holen ihn ein. Er wird gegen ein Auto gedrückt. Und wieder ein Gangster gefasst. Dieser junge Dieb hat für ein paar Handys eine Menge riskiert. Bewaffneter Raubüberfall wird in Florida hart bestraft, mit bis zu 30 Jahren Haft.
Storaci hat den ganzen Einsatz gefilmt und ist extrem zufrieden. Hey, wie sieht's aus, Bruder? Es ging ziemlich heiß her. Super Fang, großartig. In 2 Sekunden. Ich weiß, großartig. Er stieg aus und ich bin hinterher. Super, ihr habt den Täter geschnappt. Für Raffio geht eine erfolgreiche Nacht langsam zu Ende. Tagsüber ist Miami eine Traumstadt. Mit kilometerlangen Stränden und türkisfarbenem Wasser. Rund 12 Millionen Touristen kommen jedes Jahr hierher. Den größten Andrang gibt es am 4. Juli, dem Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten. Hunderte Yachten sind dann vor der Küste unterwegs. Die Zahl der Unfälle ist an solchen Tagen besonders hoch. Grace und Joe arbeiten für die Wasserschutzpolizei. Ihr Einsatzgebiet heute ist die Sandbank Nixon Beach, 15 Minuten Bootsfahrt von Miami entfernt. Hier ist Partystimmung, im seichten Wasser wird gefeiert und getrunken. Die Musik ist so laut, weil jeder die der anderen übertönen will. Es ist eine einzige große Party. Das Wasser ist voll mit Menschen, die einen Drink in der Hand halten. Bei so vielen Booten kann es gefährlich werden. Die Leute fahren hier mit hoher Geschwindigkeit durch. Trotz der Badenden und Ankerleinen der anderen Boote. Wir wollen nur, dass niemand verletzt wird. Kurze Zeit später fällt den beiden Beamten ein Boot mit einer Gruppe junger Leute auf, die hektisch werden und versuchen wegzufahren. Ich möchte bitte Ihre Sicherheitsausrüstung sehen. Wie viele Leute sind hier an Bord? 21. 21? Wir haben Sie angehalten, weil Sie nicht sehen können, wohin Sie fahren, wenn die anderen Leute im Weg stehen. Das Schiff ist überladen. Es sind zu viele Menschen. Sehen Sie, wie tief es im Wasser liegt? Jede Bewegung an Bord könnte das Boot zum Kentern bringen. Wir wissen schon, was wir tun. Der Bootsführer scheint nüchtern zu sein. Deshalb bekommt er von den Polizisten nur ein Bußgeld verpasst. Sie bekommen einen Strafzettel. Sie müssen $90 zahlen. Ich möchte, dass Sie alle sicher zu Hause landen und es sind einfach zu viele Leute auf dem Schiff, okay? Letztendlich sind Sie für jeden hier an Bord verantwortlich. Ja, ich weiß. Er muss etwas sehen können, okay? Das Boot fährt Richtung Hafen davon. Grace und Joe setzen ihre Patrouillenfahrt fort und passieren in der Bucht einige besonders schöne Anwesen. Kurz darauf erreicht die Polizisten erneut einen Funkspruch. Am North Beach gibt es einen Jetski-Unfall mit einer Verletzten. 2 Jetskier sind zusammengeprallt. Eine junge Frau wurde verletzt. Sie ist bewusstlos. Die Feuerwehr ist schon vor Ort, doch ihr Boot kann nicht ans Ufer fahren. Das Wasser ist dort nicht tief genug. Ihr könnt an Bord kommen. Die Frau ist wieder bei Bewusstsein. Sie scheint mehrere Verletzungen zu haben. Langsam. Alles in Ordnung. Wir bringen sie auf unser Schiff. Sie ist nicht gesichert. Mach langsam. Die junge Frau hat starke Nacken- und Kopfschmerzen und muss sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Freund, der den Jetski gefahren ist, macht sich große Sorgen. Wir können mit dem Boot nicht so schnell fahren wie mit dem Auto, weil es holpriger ist. Die Patientin könnte weitere Verletzungen erleiden. Sie muss möglichst stabil gehalten werden. Am Hafen wartet schon der Krankenwagen auf sie. Grace und Joe können nichts mehr für die junge Frau tun. Jetzt übernehmen andere. Thank you.
Ein Verbrechen macht der Polizei in Miami besonders große Sorgen. Die Zahl der Autodiebstähle steigt stetig. Rund 8.800 Fahrzeuge werden hier pro Jahr geklaut. Diese Aufnahmen einer Hotelkamera zeigen einen besonders dreisten Fall. Ein Mann klaut einen Wagen, während der Kofferraum gerade beladen wird. Dann rast der Dieb mit Vollgas davon. Sechs Menschen werden verletzt, einer davon schwer. Weil die vielen Autodiebstähle die lokalen Polizeistationen überfordern, wurde die Spezialeinheit RID gegründet. Es ist 6 Uhr abends. In einem kubanischen Restaurant sitzen sechs Männer, deren Schicht gerade beginnt. Vier Kaffee bitte. Sie stärken sich für die bevorstehende Nacht. Kubanischer Kaffee? Wer wollte Kaffee? Die Nacht kann lang werden. Man weiß ja nie, was passiert. Darum trinken wir noch einen kleinen Kaffee. Detective Ray Corbello war früher Rettungssanitäter bei der Armee. Er ist seit 27 Jahren bei der Polizei in Miami. Er ist extrem erfahren, was im Kampf gegen den Autodiebstahl von Nutzen ist. Corbello und sein Team haben eine besondere Taktik. Sie arbeiten in Gruppen und haben ständig Zugang zu Informationen über gestohlene Fahrzeuge. Es wurden vier Autos geklaut, eins davon im Norden. Vielleicht finden wir ja ein oder zwei davon wieder. Legen wir los. Die Polizisten durchforsten die Stadt nach dem Diebesgut immer in Zivilfahrzeugen. Ich habe vor kurzem zwei oder drei geklaute Wagen in der Gegend gefunden. Die Diebe haben die Autos einfach hier abgestellt. Oft wohnen sie hier. Sie kommen her, weil sie sich zu Hause verstecken und vor der Polizei abhauen können. Nach einigen hundert Metern bittet ein Kollege Corbello um Unterstützung. Der Polizist hat einen Wagen gestoppt, weil ihm die abgelaufene Registrierung aufgefallen war. Corbello eilt ihm zur Hilfe. Zwei Männer sitzen in dem Wagen. Hände aufs Auto, ich durchsuche dich jetzt. Komm mir nicht zu nahe. Entspann dich, Junge, leg die Hände aufs Auto, Beine auseinander. In dem meist von Afroamerikanern bewohnten Bezirk sind die Spannungen zwischen jungen Leuten und der Polizei deutlich zu spüren. In einem weißen Bezirk macht ihr das nicht. Kümmert euch lieber um Leute, die andere umbringen, Bruder. Das Auto ist nicht gestohlen. Die jungen Männer haben es nur verpasst, die Registrierung zu erneuern. Sie erhalten lediglich einen Verweis. Einige Minuten später erreicht Corbello ein dringender Funkspruch. Ein Autodieb ist geflüchtet, nachdem er das Polizeiauto gesehen hat. Der Polizist gibt Gas und fährt zu seinen Kollegen. Der Wagen hatte einen Unfall, der Fahrer ist abgehauen. Die deutsche Limousine ist tatsächlich als gestohlen gemeldet. Auf der Suche nach dem Mann durchforsten Corbello und seine Kollegen die gesamte Nachbarschaft. Sogar ein Helikopter wird angefordert. Nach 40 Minuten brechen die Beamten die Suche ab. Der Dieb muss sich in einem der Häuser versteckt haben. Wenn sie sich in einem Gebäude verstecken, hast du keine Chance. Du weißt zwar, dass sie irgendwo sein müssen, aber du kriegst sie nicht. Wir kommen nicht rein. Wenn wir bei diesem Haus anklopfen würden, würden sie nicht aufmachen. Polizisten lassen sie nicht rein. Der Mann bleibt verschwunden. Die Polizisten geben auf. Ein gefährlicher Job, denn häufig sind die Täter bewaffnet. Auf seine kugelsichere Weste allein will sich Corbello nicht verlassen. Gott hat den Erzengel Michael geschickt, damit er gegen das Böse kämpft. Er ist ein Krieger. Die Schutzengel begleiten mich und sind immer bei mir. Ich glaube daran, dass jeder Mensch an irgendetwas glauben sollte, das größer ist als er selbst. Einen Schutzengel könnte der Polizist in den nächsten Minuten vielleicht gut gebrauchen. Eine Straße weiter hat ein Kollege ein gestohlenes Auto entdeckt und verfolgt es. Corbello will versuchen, dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden. Ja,
Zeig deine Hände, zeig deine verdammten Hände, sofort. Es sind schon weitere Kollegen vor Ort. Auf den Boden, sofort. Hände hinter den Rücken. Nicht bewegen. Irgendwelche Waffen? Zieh deine Hose hoch. Komm, setz dich hin. Beine auseinander. Das Auto wurde vor 2 Wochen gestohlen. Bei der ersten Fahndung sind die Diebe der Polizei durch die Lappen gegangen. Offensichtlich sind es Profis. Ich schaue mir das mal an. Unter dem Beifahrersitz finden die Beamten eine halbautomatische Waffe, geladen und schussbereit. Doch das ist nicht die einzige schockierende Entdeckung. Hier ist etwas überklebt. Ich mache das mal ab und schaue nach, ob es ein Einschussloch ist. Ja, sieht aus wie ein Einschussloch. Was bedeutet das? Das heißt, dass das Auto in einen Schusswechsel verwickelt war. Offenbar hat dabei jemand den Wagen getroffen. Gute Arbeit, sehr gut gemacht. Danke. Möglicherweise haben Corbello und seine Leute heute Nacht einen weiteren Raubüberfall oder eine Schießerei auf Miamis Straßen verhindert. Im SWAT-Trainingszentrum bereiten sich die Beamten unterdessen auf eine anspruchsvolle Operation vor. Das Schiff heißt Biscayne Lady. 19 Passagiere sind von 3 Männern entführt worden. Die Entführer haben Sturmgewehre und andere Handfeuerwaffen. Das SWAT-Team wird heute einen Antiterror-Einsatz trainieren. Eine Übung, die schnell zur Realität werden kann. Im vergangenen Jahr hatte ein Attentäter in Orlando, rund 300 Kilometer von Miami entfernt, 49 Menschen in einem Nachtclub ermordet. Bei dem heutigen Training müssen die Männer eine extrem gefährliche Aufgabe bewältigen. 3 Terroristen haben diese Yacht entführt und 19 Menschen als Geiseln genommen. Raus hier, los, raus hier! Wir wollen zum Turkey Point. Das ist unser Ziel. Bringt uns dorthin. Wir fahren ja dorthin. Die Attentäter wollen mit der Yacht dieses Kernkraftwerk rammen, das 40 Kilometer von Miami entfernt liegt. Was eine unvorstellbare Katastrophe auslösen würde. Für die Polizisten beginnt ein Rennen gegen die Uhr. Sie müssen die Terroristen in Rekordzeit ausschalten. Die Helikopter fliegen sofort los und ein Fahrzeugkonvoi macht sich auf den Weg zum Hafen. Lieutenant Bello leitet den Einsatz. Es wird nicht leicht, auf das Schiff zu kommen. Es gibt ein Sonnendeck und eine Gangway auf dem 2. Deck und wir können nur über einen Weg rauf. Wir müssen schnell und unerbittlich sein. Wir dürfen nicht zögern, sondern müssen uns vorarbeiten. Bei der Übung wird Trainingsmunition eingesetzt, die helle Farbflecke auf dem Ziel hinterlässt. Das SWAT-Team rast zu der gekaperten Yacht. Damit die Bedingungen für das Terrortraining so real wie möglich sind, hat die Polizei ein Großaufgebot mobilisiert. 5 Speedboote und 3 Helikopter sind auf dem Weg zu der Yacht mit insgesamt 60 Männern. Schon der Anfahrtsweg stellt ein Risiko dar. Auf ihren Schnellbooten sind die Beamten für die Terroristen ein leichtes Ziel. Um das SWAT-Team zu schützen, folgen Scharfschützen in Helikoptern den Geiselnehmern. An die Scharfschützen. Es gilt Gefährdungsstufe Delta, falls ihr schießen müsst. Es ist bestätigt, Gefährdungsstufe Delta, falls ihr schießt. Die Männer des SWAT-Teams haben das Schiff erreicht. Sie greifen es von beiden Seiten gleichzeitig an. Keine Bewegung. Jede Person an Bord könnte ein getarnter Terrorist sein und muss sofort neutralisiert werden. Der erste Geiselnehmer wird in einer Kabine im Oberdeck entdeckt. Obwohl er sofort getötet wird, kann er noch auf einen der SWAT-Männer schießen. Five, five,
Zur Brücke. Es ist ein heikler Einsatz, bei dem mehrere Menschen an Bord außer Gefecht gesetzt werden müssen. Zeig mir die Hände, auf den Boden. Leg dich flach auf den Boden. Nicht bewegen. Der nächste Schritt ist extrem gefährlich. Die Männer müssen den Terroristen, der den Kapitän bedroht, ausschalten. Der erste Polizist wird dabei getötet. Der zweite erschießt den Terroristen. Irgendwo an Bord befindet sich noch ein weiterer Geiselnehmer. Doch das SWAT-Team kann ihn nicht finden. Die Männer bewegen sich in Richtung Bug vorwärts. Schließlich gelingt es ihnen, den Mann auf der Brücke zu umstellen. Wenig später haben die Beamten das Boot unter ihre Kontrolle gebracht. Die Katastrophe konnte verhindert werden. Zwei Polizisten wurden getroffen, wie die roten Farbflecken zeigen. Glücklicherweise gehören gefährliche Antiterroreinsätze wie dieser nicht zum Teamalltag. Das Haupteinsatzgebiet der Spezialeinheit ist der Drogenschmuggel. Heute sind die Polizisten im Norden der Stadt unterwegs. In dieser Gegend stammen die meisten Bewohner aus Kuba. Lieutenant Gonzales und Detective Hahn wollen einen Drogendealer überführen. Es fehlt ein letzter Beweis, um ihn verhaften zu können. In diesem Teil von Miami gibt es viele Drogenhändler. Siehst du da drüben? Da, wo die Kerle rumhängen, wird auch gedealt. Da kannst du auch Käufer sehen. Am Ende der Straße bietet sich das gleiche Bild. Der Typ kauft gerade etwas, siehst du es? Er hat was in der Hand. Detective Hahn wird versuchen, von dem Dealer Drogen zu kaufen. Alles klar, ich sehe dich nachher. Danke. Alles klar, danke, LT. Hahn trifft sich mit einem Drogenfahnder, mit dem er zu dem Dealer gehen wird. Sollte der Kauf zustande kommen, wäre dies der fehlende Beweis. Der Drogenhändler könnte verhaftet werden. Der Lieutenant verfolgt den Handel am Funkgerät. Unser Mann ist unterwegs. Er geht gerade am Haus vorbei. Okay. Sag Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht. Es lief super. Großartig. Die Aktion war ein voller Erfolg. Gonzales trifft sich mit seinem Detective. Unser Mann hat versucht, Kokain zu kaufen, aber sie haben gesagt, sie hätten gerade nichts. Sie hätten nicht immer etwas. Er konnte aber 20 Gramm Marihuana kaufen, die kleinste Einheit, die sie ihm angeboten haben. Die Beweise reichen aus, um das SWAT-Team loszuschicken. Im Hauptquartier der Sondereinheit genießt General Sergeant Troy Lee ein paar Minuten Ruhe, während er seine Waffe reinigt. Er sieht dem Einsatz mit gemischten Gefühlen entgegen, denn es wird sein letzter sein. Nach 19 Jahren im SWAT-Team wechselt er als Ausbilder an die Polizeiakademie. Das Team trifft sich zur Vorbesprechung. Sergeant Lee war es wichtig, bei seiner letzten Operation an vorderster Front dabei zu sein. Hör zu, wir werden die 103 überqueren und dann nach rechts in die Northwest 101 einbiegen. Wir brauchen ungefähr 10 Sekunden. Es ist eine kurze Strecke. Am Rand gehen Cardin und Shield. Jimenez ist an der Tür, ich gehe vor. Wir legen los. Sergeant Lee steigt ein letztes Mal auf den Panzerwagen. In wenigen Minuten wird der Zugriff erfolgen. Die beiden Männer, die das Haus bewacht haben, lassen sich ohne Gegenwehr festnehmen. Auch der Drogenhändler leistet keinen Widerstand. Lees letzte Mission verläuft ohne jeden Zwischenfall. Einsätze führt die SWAT-Einheit pro Jahr durch. Heute ist alles gut gegangen. Was die Männer morgen erwartet, weiß niemand.